Mit 17 und zwei Kumpels aus der Schule habe ich 1960 angefangen, öffentlich Tanzmusik zu machen. Das brachte mir einen Anschiss ein beim Herrn Oberstudiendirektor. Mein Junge, ich kann dir nicht vorschreiben, was du in deiner Freizeit machst, aber eins sage ich dir. In meiner Schule gibt es keine Negermusik, haben wir uns da verstanden. Und so spielte das Schulorchester bei der nächsten Abi-Feier wieder mal die kleine Nachtmusik. Also, dass wir uns jetzt richtig verstehen, ich liebe Mozart, der war ja seinerzeit auch so eine Art Rocker. Aber wir junge Burschen hatten halt damals andere Helden. Also wir Jungs, wir wollten eigentlich alle so ein bisschen sein wie der Peter Grau, so Barbaloma-mäßig. Ne? Und die Mädels, ja, die zogen das an, was die Conny Frobbes trug. Ah, apropos, die beiden waren verwickelt. Nicht in meinem Skript. Die beiden waren verwickelt in den sogenannten Schallplattenkrieg. So hat es der Spiegel genannt und das kam so. 1958 sollten die Conny Frobbes und der Peter Kraus zusammen einen Film machen, wenn die Conny mit dem Peter. Jetzt war es aber so, dass in dem Film zwei Duette gesungen werden sollten und die Conny, die war bei Elektrola unter Vertrag in Köln und der Peter Kraus bei Polydor in Hamburg. Und jetzt stritt man sich, wie machen wir das jetzt mit den beiden Duetten? Und da meldete sich unter anderem der Chef von Elektrola zu Wort, der immer meinte, die Conny braucht keinen Werbevorspann für den Kraus abzugeben. Also man hat sich dann so geeinigt, dass diese beiden Duette getrennt voneinander eingesungen werden, die Conny mit dem Bill Brandes und der Peter Kraus mit der Mickey Mann. Weil es floppte total. Zwei Jahre später kommt der nächste Film, Conny und Peter machen Musik. Wieder stand ein Duett an. Jetzt hat man sich aber im Vorfeld schon darauf geeinigt, dass die beiden nur wirklich mal miteinander dieses Duett singen sollten. Und beide Plattenfirmen wollten gleichzeitig dann dieses Musikstück auf den Markt bringen. Aber trotzdem, wieder ging es los mit Beschimpfungen und gegenseitigen Verdächtigungen. Unter anderem meinte da wieder der Chef von Elektrola. Wenn einer auf den anderen spuckt und der andere spuckt zurück, dann ist doch ganz egal, wer zuerst gespuckt hat. Also das war auch kein großer Erfolg. Ein sehr großer Erfolg, das war die Diana von der Conny Frobbes, die haben Sie gerade gehört. Und ebenso schön und erfolgreich war auch das Hula Baby von Peter Kraus. Und das hören wir jetzt.